six, five, four, three, two, one. Einen Wunderschönen wünsche ich euch allen. <laughs> ja, der Kryptomarkt, ja, im Moment sieht es wieder ein bisschen positiver aus, obwohl auch Deutschland heute natürlich auch wieder ein bisschen was verkauft hat. Ich glaube 200 oder 300 Millionen äh, Dollar in Bitcoin. Aber das schreckt uns wohl nicht mehr so radikal ab. Ne? Von daher warten wir mal ab. Ihr seht, der Markt, ja gut, ne? ein bisschen rot immer noch, aber nicht so viel unter den Top 10 und natürlich XRP. Ne? Nur Cardano ist besser als wir, aber das schreckt uns ja auch nicht ab. Ne? Wir sind jetzt wieder bei 44 Cent. Hey, es geht aufwärts, aber naja gut, was soll's. Im Endeffekt entspannt, ganz entspannt, ne? Es wird noch besser. Es wird noch besser. Ihr wisst ja, dass ich ja gesagt habe, weil ihr mich ja auch öfters gefragt habt von wegen, wann geht denn so ungefähr der Bullenmarkt los und ähm, wie siehst du die Situation jetzt so, wo ich gesagt habe, ja Juli könnte noch richtig beschissen werden natürlich, ne, also dass wir die Situation weiter so haben, <laughs> aber so ab August sehe ich mehr so seitwärtsbewegung mit Tendenz nach oben. Ich müsste vielleicht mal bei JP Morgan anfragen, ob ich da vielleicht arbeiten darf als Analyst, ne? JP Morgan sagt, dass sich der Bitcoin und Kryptomarkt im August erholen wird. Oh mein Gott. <laughs> der Investmentbanking-Riese. JP Morgan sagte kürzlich, dass Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt im August eine massive Erholung erleben werden. In der Tat stellt die Bank auch fest, dass die laufenden Liquidationen, die auf dem Markt stattfinden, voraussichtlich bis Ende Juli andauern werden. Meine Fresse doch. Also muss es stimmen, was ich gesagt habe diesmal. Ne? Ich meine, diesmal ist JP Morgan sogar auf meiner Seite. Von daher warten wir natürlich weiter ab, aber hey, ich bin nicht der Einzige mit der Meinung. Und ich habe keine Ahnung, ne? muss man noch dazu sein. Ich bin ein Halbwissender. Acme Bay, das ist auch geil. Kooperiert mit Mastercard, und, um die Kontoeröffnung zu optimieren und Betrug zu reduzieren. Ich pay das weltweit führende... Ich glaube, das kopieren die einfach nur und setzen das immer ein. Äh, hat sich mit Mastercard zusammengetan, um authentisch, authentische Benutzer zu verifizieren und Betrug im Antragsprozess zu verhindern. Durch die Nutzung der Kontoeröffnungslösung von Mastercard gewährleistet ich pay ein nahtloses Registrierungserlebnis bei gleichzeitiger effizienter Erkennung von Betrug, wodurch die Maßnahme zur Risikokontrolle gestärkt und die Plattform... Sicherheit erhöht werden. <laughs> also wie, wie gesagt, ne, wenn wirklich jemand nicht Pay kennt, kann ich ihm nur ans Herz legen: Schaut euch das mal an. Es könnte wirklich ja ein richtiger Leckerschmecker am Bullenmarkt werden. Möchte ich nicht abstreiten. Ich persönlich habe es ja auch. Ich habe es euch ja auch gezeigt, dass ich auch schon gekauft habe Pay. Und ähm, ich halte sehr viel von dem Projekt. Auch wenn es über Ethereum läuft, das ist das einzige Manko, was Alchemy Pay wirklich hat in meinen Augen. So, Mastercard erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen für den Verband für Medizintourismus. <laughs> Mastercard und die Medical Tourism Association (MTA) haben sich zusammengetan, um das Erlebnis des Medizintourismus für Patienten und Anbieter auf der ganzen Welt zu modernisieren. Die MTA wird eine zentrale Plattform namens Better by MTA einführen die nicht nur bei der Organisation medizinischer Behandlung helfen soll, sondern auch die kommerzielle virtuelle Kartentechnologie von MasterCard nutzt. Um schnelle und sichere grenzüberschreitende Zahlung zu ermöglichen, teilte die Organisation in einer am Mittwoch, 10. Juli per E-Mail an Bühms gesendete Pressemitteilung mit. Da ist mir gleich eingefallen, Mr. Krypto, ich weiß jetzt, ich vergesse immer dieses Projekt, was äh, auf den XRP-Ledger läuft für den Medizinbereich. Da war doch auch sowas Ähnliches vor ein paar Tagen von dir, oder nicht, mein Schatz? Schon merkwürdig solche Zufälle, ne? Aber hey, es heißt jetzt nicht, dass sie Ripple-Technologie verwenden, ne? Also, da, da muss man jetzt nicht kommen, aber sowas Ähnliches, ja, ja, läuft auch geil über den XRP-Ledger. Aber naja, äh, ich hab ja, gestern hatten wir ja Goldman und Sachs und... Ähm, Tokenisierung. Ja. Und ich habe ja auch schon öfters mal gesagt, dass natürlich auch Verbindung zu Goldman und Sachs natürlich ist. Auch wenn es jetzt von einer Schmuddelseite vielleicht ist, die nicht jeder ernst nimmt, T3N. Es gibt zigtausende Seiten, die das bestätigt haben auch. <laughs> und ich habe damals auch 2022 nochmal den Goldman und Sachs, falls man sich nochmal dran erinnert, äh, das Schreiben aufgemacht von denen, wo sie natürlich die Ripple-Technologie natürlich auch im höchsten, Lo höchsten Loben gelobt haben. Und natürlich hier nochmal, ne? Goldman und Sachs sieht Ripple als Chance im Zahlungsverkehr. Sie ne? haben natürlich die Technologie getestet, bla bla bla, alles wunderbar. Und natürlich war auch das natürlich bei Goldman und Sachs auf dem ähm, Dokument auch zu sehen. Zirkel ne? ist klar, ist Stablecoin und für mich persönlich ist Zirkel sowieso, äh, solange Ripple natürlich nicht ihren Stablecoin raus hat, die Nummer 1 unter den Stablecoins. Ne? Scheiß auf Tether, weil Tether ist ja sehr fragwürdig und Zirkel absolut nicht haben sie natürlich Zirkel, Ripple und Coinbase in Verbindung natürlich gebracht damals. Ne? Und ähm, dass die wirklich eine sehr gute Chance haben für den grenzbescheidenen Zahlungsverkehr natürlich. Natürlich wird es so auch aus, ablaufen, dass natürlich Ripple-Technologie eingesetzt wird. Ja, ich weiß, es wird ja sowieso nichts bringen am Kurs. Ich weiß, sehen wir dann. Und Coinbase ist natürlich eine ODL-Börse, wo natürlich die Transaktion ausgeführt wird, auch in den USA. Ich habe ja erst mal mit Binance US gerechnet, aber da Binance US ziemliche Schwierigkeiten hat in den USA und immer wieder natürlich auch äh, nicht nur Binance der Hauptkonzern, sondern auch Binance US immer ein bisschen angekackt wird, gehe ich ganz stark davon aus, dass äh, Coinbase äh, die Hauptbörse ist in den USA, die natürlich ODL-Transaktionen durchführen wird. Gibt es ja auch schon ein bisschen länger unter den Coinbase-Inhabern. Da kannst du ja über den XRP-Ledger Geld an Freunde, die auch bei Coinbase sind, mit der Wallet natürlich in Verbindung dann auch immer wieder so kleine Beträge hin und her schicken. Ne? Falls ein Kumpel natürlich bei dir bei Coinbase ist und der sagt, ey, ich brauche mal 100 Euro oder 100 Dollar eher gesagt und du sagst, ey, geil, ich habe ein bisschen Geld übrig, ich schicke dir das mal, dann kannst du ein bisschen kaufen. Kannst du es über Coinbase machen. Das gibt es schon länger. Von daher, es gibt überall Verbindung mit Ripple, auch mit den Top-Banken dieser Welt. So, Ripple-Präsidentin bricht Schweigen über die jüngste Dynamik des Unternehmens. Es geht natürlich um den Bericht gestern, den ich gezeigt habe, mit den 200 Feintech-Unternehmen, die weltweit natürlich ausgesucht worden sind, wo Ripple natürlich dabei ist. Und ähm, ja, Monika Long, die Präsidentin von Ripple, hat sich natürlich auch nochmal dazu gemeldet. Im Zuge dieser Entwicklung feiert die Präsidentin von Ripple, Monika Long, diesen Erfolg auf X und drückte ihr Begeisterung und Dankbarkeit aus. Long twitterte, ich bin begeistert, es zum zweiten Mal in Folge auf diese Liste geschafft zu haben. Ein Beweis für die Dynamik von Ripple unter den beeindruckendsten globalen Finanzinstituten der Welt. Man muss bedenken, wie kann ein Scam-Unternehmen oder ein Scam-Unternehmen ja, wie Ripple da zum zweiten Mal auftauchen? Also, irgendwas stimmt ja nicht, ne? Also, die Hater sollten sich vielleicht mal was Neues einfallen lassen für uns. Ripple ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Mit Blick auf die Zukunft will Ripple auf seinem aktuellen Erfolg aufbauen, indem es die Akzeptanz seiner Lösung ausweitet und weltweit neue Partnerschaften eingeht. Natürlich werden natürlich noch mehr kommen. Und ich möchte noch etwas sagen: natürlich, äh, Samstag gibt es einen Stream, so wie immer bei mir, ne? wenn das Internet hält. Wie wisst ja, ne? Deutschland, Juhu. Ähm, er wird aber ein bisschen länger dauern. Ne? Ich habe es ja schon im Chat geschrieben. Ähm, da gab es jemanden in der Community, der gesagt hat: Ja, gut, wir labern ja meistens nur ein bisschen Kling-Kling. Ne? Und ähm, früher war es angeblich besser bei mir. Und äh, man sollte auch mal ein paar kritische Fragen vielleicht machen. Da habe ich ihn natürlich angeschrieben, auch gleich und gesagt: Ja, gut, hast ein paar kritische Fragen. Ne? Weil über die Technologie, da gibt es nichts Kritisches für mich. Und äh, er hat mir ein paar Fragen äh, gestellt. Also mir geschickt und äh, die möchte ich dann gerne am Samstag mit euch allen natürlich dann, wer dabei ist, zusammen durchgehen. Das, das heißt, es wird ein bisschen länger wahrscheinlich dauern, ne? weil ich bin auch gespannt auf eure Meinung dazu. Natürlich kriegt ihr auch meine Meinung und da bin ich mal gespannt, wie eure Meinung dann zu den ganzen Punkten ist. Ne? Wer also Lust hat, kann natürlich gerne samstag mal sich dann auch zu Wort melden dabei. Mich würde es persönlich riesig freuen, ne? weil nur, nur mein dummes Gelaber, weiß ich nicht, ob das immer so hilfreich ist. Ich, ich freue mich natürlich auch über euch. Ja, das war schon ein 9 Minuten 50. Meine Fresse, bin ich diesmal schnell gewesen. Aber Mr. Krypto hat ja, ihr seht das ja schon, der kleine Schmutzfing hat wieder genug da reingeballert. So. Meine Herren, na gut, gehen wir mal durch. Ne? Erstmal die Begrüßungsrunde. Graf Olaf, grüß dich. Kaledo, guten Abend. Manatis, hallo, Babo. Oh, oh, warte mal, warte mal. Ich bedanke mich natürlich bei 100 Zuschauern, dass ihr eingeschaltet habt. Ne? Mega Leute. Äh, Mr. Crypto, moin an alle. Sanremo, sonne Grüße von Ensel. Grüß dich, Remo. Quamis, moin. Bobo, hallo zusammen. Sanremo, geht nicht an mich. Brillicoin, guten Abend im CEO und da, all, an alle zusammen. Und natürlich gibt's Samstag auch noch das Portfolio von jemand aus der Community. Ähm, darf ich natürlich äh, freigeben oder er hat es mir freigegeben, äh, weil er natürlich auch eure Meinung dazu hören möchte. Wer es ist, ist ja egal, ne? Äh, t -t 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 Tobi, guten Abend an alle und Liebe an MC. Papi spielt Grüße Familie. Durchhalten. Bald ist Wochenende und bald kommt der Bullenmarkt. Ja, im Endeffekt müssen wir nur den Juli durchhalten. August wird ja oh, ein bisschen positiver, vielleicht auch richtig positiv, wer weiß. Äh, wird auf jeden Fall nicht so schlecht wie Juni, Juli und September, Oktober. Da bin ich natürlich richtig gespannt. Ne? Magic Mike, moin moin alle zusammen. Weltglück, Hi MC, alle XRP und alle XRP-Träumer hier in 24. Nicht vergessen, Freunde, 26. Was soll denn 26 passieren? Das ist zwei Jahre noch. XRP, RJ, hallo zusammen. Kirch, guten Abend an alle. Nupetzi, hey MC, grüß dich. 72 ist einfach gut. Ein herzliches Hallo an unserem Maestro und alle anderen. Dankeschön. Jetzt geht's los, Mr. Krypto, da bin ich ja gespannt. Welche Schmuddelseiten ich wieder hier komme. Eigentlich bin ich gar nicht so gut gelaunt. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Äh, Luna Classic News. Binance unterstützt, berichten zufolge die Terra Classic Community bei der USDC Wiederbelebung. Das kann es doch nicht sein. Was wollen die denn damit, ne? Luna Classic-Neuigkeiten. Die Terra Luna Classic Community erhält einen wichtigen Beitrag von der weltgrößten Kryptobörse Binance in der Luna Classic Burn-Kampagne, um das Angebot zu reduzieren. Ein Beitrag eines Community-Mitarbeiters der Kryptobörse löst jedoch eine Begeisterung in der Community aus, die darauf hindeutet, dass die Börse auch den USDC-Wiederbelebungsplan unterstützt. <laughs> Ich kann nur eins sagen. Terra Luna, das Unternehmen ist ja insolvent. Warum sollte die weltgrößte Börse da noch weiter unterstützen? Hä? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht bei dem Scam-Projekt? Wie gesagt, schaut euch mal Terra Luna an. Classic natürlich. Vielleicht ist das ja was für einen oder anderen. Binance unterstützt die Terra Classic Community bei der Wiederbelebung. Ein kryptischer Beitrag auf der X-Plattform von Binance Community-Mitarbeiter Diana begann mit der Erzählung, dass die Kryptobörse Berichten zufolge die Terra Luna Classic Community bei der USDC Wiederbelebung läuft. Der Beitrag wurde von Mr. Diamond Hansi, einem beliebten Community-Mitglied und Besitzer dem Luna Classic Live Validators geteilt. Er sagt, dass die Börse die Community wahrscheinlich beim USDC Wiederbelebungsplan zusätzlich zum monatlichen Luna Classic Burn Mechanismus von Binance unterstützt. Binance hat über 62 Milliarden Luna Classic verbrannt, was 49% der gesamten von der Community verbrannten Tocken entspricht. Ja, das ist geil. Ne? 62 Milliarden Luna Classic verbrannt. Sie verbrennen freiwillig die Kohle. Ne? Aber hey, das macht man doch eigentlich so, ne? wenn es ein Scam-Projekt ist. <laughs> Mr. Crypto, es geht weiter. Terraform will vier Geschäftsbereiche als Teil von Schließung verkaufen. Da haben wir es ja wieder, ne? Wie ich ja gesagt habe, Terraform ist ja insolvent. Das insolvente Terraform Labs will mit der Veräußerung von vier Geschäftsbereichen noch Geld für die Rückerstattung an Gläubiger generieren. Das, Krypto, das bankrotte Kryptounternehmen Terraform Labs will vier seiner Geschäftsbereiche im Rahmen eines 4,5 Milliarden US-Dollar-Deals mit der US-Börsenaufsicht SEC verkaufen, der die Firma ohnehin zur Schließung zwingt. Terraform teilte am 9. Juli in diesem Zusammenhang mit, dass das Unternehmen aktiv Optionen prüft, um sein Portfolio-Tracking-Plattform Pulsar Finance, die Crypto-Wallet-Plattform Station, die No-Code-Plattform für die Verwaltung dezentraler autonomer Organisationen, Enterprise und sein Smart Contract Automatisierungsprotokoll RAP zu verkaufen. <laughs> Mich würde es nicht wundern, muss ich euch ganz ehrlich sagen wenn Binance da ein bisschen mitmischt. Ne? <laughs> Aber schauen wir mal, wer natürlich dann der Käufer sein wird. Toni, der einzig wahre, guten Abend. Ähm, Mr. Crypto hat wieder losgelegt. China Strike? Es ah, ist so ein bisschen... Witzig wieder nicht, ne? Es ist ja ein bisschen merkwürdig im Moment, was so China betrifft. Ich habe ja auch so einiges mitgekriegt heute. Jetzt nicht, was die Kryptowelt betrifft, sondern leider, was so der... 75. NATO-Treffen war, ne, Die Jubiläumstreffen. China schließt Abkommen mit Kasachstan über grenzüberschreitende CBDCs. So, das hatten wir schon. Ha, ha, ha. Im Rahmen eines seines Versuchs, eine digitale Zentralbankwährung einzuführen, hat China mit mehreren Ländern Absichtserklärungen unterzeichnet. Die jüngste Mitglied dieser Liste ist Kasachstan. Ja, das hatten wir am Wochenende schon. Das hatten wir schon am Wochenende, mein Freund. Äh, Krypto-Gärtner, moin, grüß dich. Hammerged on. Hoi MC, Mr. Crypto, noch etwas. <laughs> Ripple-CTO hält Republikaner für verrückt, weil sie sich gegen CBDCs aussprechen. Naja, die Demokraten auch, das ist so das große Problem. Ne? In einer Reihe von Beiträgen auf die Social Media plattform äußerte sich David Schwarz Chief Technology of, auf Officer bei Ripple stark zur Haltung der Republikanischen Partei gegen digitale Zentralbankwährung. Äh, man muss sagen, in den, bei der letzten Wahl hat Ripple den Demokraten natürlich auch unterstützt, ne, finanziell. Kann man sehen, wie man will. Mich persönlich interessiert es mich nicht, weil das ist Politik und Politik äh, ist was ganz anderes. Das Gespräch begann, als Schwarz einen Screenshot von der GOP-Plattform teilte. Er unterstrich das Engagement der Partei, das zu beenden. Was sie als rechtswidrig und unamerikanisches Krypto-Vorgehen der Demokraten und ihrem Widerstand gegen CBDCs bezeichneten. Ripple widerspricht der Anti-CBDC-Kampagne. Das Gespräch nahm eine tiefere Wendung als ein anderer Nutzer, die in Frage stellte, ob sich die Anti-CBDC-Haltung der Republikanischen Partei negativ auf die Arbeit von Ripple auswirken könnte, insbesondere im Fall eines. Trump-Regierung, die CBDCs in Visier nimmt. Der CTO von Ripple bezeichnete den Anti-CBDC-Schritt der Republikaner als verrückt. <laughs> naja, gut, ne? Kann man so oder so sehen. Also ich bin ja sowieso auch kein Freund von CBDCs, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass du es sowieso nicht abwenden kannst, weil was willst du denn machen als größten Finanzmarkt noch der Welt? Wenn die ganze Welt CBDCs hast, nur du selber dann nicht. Ne? Also <laughs> sieht ein bisschen blöd aus und äh, ja, es ist halt so. Tribun, schönen Abend an alle. M.Horn, hallo, guten Abend an alle zusammen. Mr. Crypto, die Security and Exchange Commission hat nun beschlossen, ihre Untersuchung der Paxos Trust Company im Zusammenhang mit dem Stablecoin Binance USD BUSD. Äh, oh, Einzustellen. Diese Entscheidung, die in einer Kün Kündigungsmitteilung mitgeteilt wurde, ist eine wichtige Entwicklung im Regulierungsumfeld der Stablecoins und bietet der Branche eine gewisse Sicherheit. Ja, nee, ist klar. Okay, nehmen wir das mal so hin. Hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Richter ja auch schon gesagt haben, nee, BNB und der Stablecoin und die Blockchain, nee, ist nichts Wertpapier. Johannes, guten Abend, liebe XAP-Gemeinde. Allen einen schönen Abend. hammer und ATH anschauen bitte. ATH, welches Hoch soll ich mir denn anschauen? Hubal, hallo MC Community. Ich kämpfe noch hab Spätschicht. Morgen wieder ran um 6 Uhr. Dann heißt es, das heißt Wanteneriffa. <laughs> Ja, was, was soll ich dazu sagen? Wann Teneriffa? Ja, am besten jetzt sofort. Ne? Ich würde jetzt am liebsten jetzt sofort nach Hamburg fahren. Ich grüße die Hamburger natürlich. Ich habe kein Problem mit euch, auch wenn ich in Bremen wohne. Ähm, und würde mich im Flugzeug setzen und sofort nach Teneriffa fliegen. Ne? Darauf hätte ich jetzt wirklich am meisten Bock. Mit euch zu schnacken nach Teneriffa und dann euch da noch live zu treffen. Perduke, hey, hallo MC. Denke über das. Thema Avon muss man nicht mehr viel sagen. Jedoch gab es letztlich ein Interview mit unter anderem Krippenreiter, dachte, er ist XRP-Fan. Ja, habe ich, äh, hat man mich schon darauf angesprochen, auf das letzte Interview, ich glaube, das war gestern. Und es gibt eine Diskussion. Im Gegenteil wurde der XRP-Ledger zwei Stunden durch den Dreck gezogen. These Ripple ist lediglich ein gutes Marketingfirma und das Narrativ vom XRP Ledger ist seit Jahren realitätsfern. XRP Ledger ist eine von vielen Projekten der Art und es wird keine Bank benutzen. Mit Glück wird es wie Solana und, und Ethereum von äh, CK. Guten Abend alle zusammen. Äh, Pedro Capverda. Weiter, von Maxis vom Preis gepusht. Daher auch ein paar Firmen, die lediglich XRP halten, um den Preis zu pushen. Mein Liebling war der Daniel Keller. Alle XRP Halter können sich freuen, dass der Kurs von 0,2 Cent auf 0,4 Cent gesprungen ist. 5 Dollar sind ob utopisch für ihn aufgrund seiner vita scheint er aber aktiv mit dem xrp-projekt in verbindung zu stehen kannst du mir sagen ob er irgendeine geringst, geringste expertise aufgrund seines lebenslaufes besitzt das hatte mich gestern ein wenig irritiert äh, nein muss ich dir ganz ehrlich sagen weiß ich jetzt auch nicht und ähm, ja was soll ich sagen das sind so jetzt die leute die wirklich äh, Du musst verstehen, das sind die Leute, die wirklich jahrelang den XRP Ledger so wie ich als die perfekte Blockchain sehen, ne, für die Finanzwelt. Auch immer so die gleiche Meinung hatten wie ich mit XRP und Co und allem drum und dran. Und jetzt komischerweise seit drei Monaten jetzt auf die in Trichter gekommen sind, von jetzt auf gleich, nee, das, das ist ja alles Schrott, ne? Die verarschen uns. Und wie du ja schon geschrieben hast, Ripple ist eine geile Marketingfirma. Ich meine ganz ehrlich, Wer, wer so einen Spruch bringt, dann frage ich mich wirklich, warum? Alleine nehmen wir jetzt mal nur, ne, bevor jemand wieder kommt, von wegen, ja, ja, Partner, Partner. Die Zentralbank Großbritanniens hat in ihrem Dokument geschrieben, dass sie die Ripple-Technologie verwenden wird. Klar, es könnte auch X-Kuren sein. Oder die Santander-Bank, die verwendet ja schon seit Jahren, seit 2017, das X-Kuren-System. Wenn man wir mir wirklich erzählen, dass eine und wer die Santander Bank aus der Schwe äh, Schweiz sag ich schon Spanien nicht kennt, das ist ein Riesenbankunternehmen, Bankunternehmen, das operiert wahnsinnig viel, nicht nur in Europa, Osteuropa besonders auch, besonders in Südamerika haben die sich richtig breit gemacht und das schon seit zehn Jahren. Und da will man mir erzählen, dass sie eine Technologie verwenden von einem Scam-Unternehmen, von einem Marketingfirma? Ganz ehrlich. Ich sag ja selber, Ripple ist nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Die, die haben auch keine weiße Weste. Die bauen auch, haben auch richtig Scheiße gebaut. Auch mit uns äh, Leuten. Aber wer den Schwachsinn glaubt, es tut mir leid. Wenn das wirklich so stimmen würde, und ich meine, das sind ja, und Avon und Co., das sind ja nicht jetzt die Top-Experten. Ne? Äh, Krippenreiter nehme ich jetzt mal da raus, weil er ist normalerweise top. Ich weiß nicht, warum er so eine Meinung hat. Es ist mir auch scheißegal geworden. Aber wenn das wirklich so stimmen würde, Glaubt ihr wirklich nur der deutschsprachige Raum kommt auf die Idee und nicht Asien oder sonst irgendjemand oder USA? Dann wäre der Kurs schon lange nicht mehr bei 44 Cent, bei dem Schwachsinn, was seit drei Monaten verbreitet wird. Ne? Das kotzt mich tierisch an, diese Scheiße. Ähm, ich habe teilweise schon, wie ich ja gestern schon gesagt habe, äh, was von gewissen Personen, die, die den ganzen Schwachsinn da verbreiten seit drei Monaten, nach Asien geschickt, ne? Ich werde da nichts mehr hinschicken, weil ich habe Angst, die setzen sich in den Flieger und verprügeln mich. Also es glaubt diesen Schwachsinn keiner, sonst würde keiner bei 44 Cent äh, seine XRPs halten, sondern eher sagen, scheiße, ich bin vielleicht sogar 10 oder 20 Prozent im Minus, ich verschäbe meine XRP und setze doch dann lieber alles in Bitcoin oder in Ethereum. Das ist ja das Ding, ne? Bei diesem Schwachsinn, was da, was da alles gesagt wird, da frage ich mich tatsächlich. Du siehst es doch am Kurs. Ja, der Kurs ist jetzt runtergegangen, weil die ganze Marktsituation so war, ist und ist es runtergegangen. Aber wäre das wirklich nun Fünkchen Wahrheit dahinter? Würdest die Masse doch glauben, ah nee, wir sind ja alle hohl im Kopf und blind mit unserer rosaroten Brille, und es würde sofort alles verkauft werden. Da würdest du XRP tatsächlich, da, da würde sogar Ripple nichts gegen machen können, bei 5 bis 10 Cent wieder kaufen können. Aber guckt euch das doch an. Keiner glaubt diesen Schwachsinn. Aber sie verbreiten es weiter. Sollen sie machen, ist ihre Meinung. Ähm, Mr. Crypto, Zirkel-Emittenten, der Stablecoin USDC und EuroC hat seine Reichweite erweitert, indem er EuroC auf dem Ethereum-Layer-2-Netzwerk von Coinbase äh, eingeführt hat. Dies ist ein bedeutender Moment für Base und Euro C, da der Euro C zum ersten Mal für einem Ethereum Layer 2 Netzwerk zugänglich ist. Zuvor konnte Layer 2 Netzwerke nur eine abgeleitete Form der Euro C verwenden, die durch Versionen in andere Netzwerke unterstützt wurde. Ach so, okay, ich dachte, ja, weil ich dachte auch immer die ganze Zeit, das ist schon lange da drauf. Okay, ja, das ist so ja fein. Es ist eigentlich eine Perversität, ne? Euro Stablecoin von Zirkel aus den USA. Ne? Das ist schon wieder so. Mm. Aber wie gesagt, Circle, da, ganz ehrlich, da würde ich sogar meine rechte Hand reinpacken ins Feuer. Bei der Firma bin ich mir sicher, bis jetzt ist es das sicherste Unternehmen, was Stablecoins rausbringt. Da bin ich zu 1000% sicher. Schauen wir mal, was Ripple macht natürlich. Ne? Perucap, ach du Schande. Ja, ist schön für ihn. Also ganz ehrlich, man kann die Leute auseinandernehmen und alles, aber mich interessieren die nicht mehr. Ich möchte auch eigentlich gar nicht mehr auf diesen ganzen Schwachsinn, was seit ja letzten drei Monate gekommen ist von YouTubern und Leute, die meinen, sie sind die Helden, irgendwie noch drauf eingehen. Aber das regt mich eigentlich nur noch auf dieser ganze Blödsinn, der da kommt. Und wenn, wie gesagt, wenn es wirklich der Wahrheit wäre, was sie ja von sich alle immer geben. Dann guckt euch einfach nur den Kurs an. Guckt euch den Kurs mal zwei, drei Tage an. Guckt auch ein bisschen auf die Amerikaner oder auf die Asiaten oder auf die Südamerikaner-Youtuber auch. Ne? Und wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ähm, wie gesagt, ich habe Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel das Video von wo sie ja waren nach Asien schicken würde. Ich garantiere euch, nächste Woche bin ich nicht da. Die hauen mich ins Krankenhaus. Ich habe den schon etwas rübergeschickt, nur Textnachricht. Die waren stinksauer, ne? dass ich denen so einen Schwachsinn geschickt habe. Deswegen, also macht euch selbst eure Gedanken. Recherchiert nochmal, wenn ihr Zweifel habt. Ich sage selber, wie gesagt, Ripple ist kein Unternehmen, wo ich sage, sie haben eine weiße Weste. Ganz im Gegenteil. Ne? Die haben uns positiv natürlich verarscht. Aber sie haben auch die Community verarscht, die Investoren 2017, 2018 im Dezember zu 100%. Malatis, ich glaube, Pay wird eher die 100 Dollar Marke erreichen als XRP. Wäre auch nicht schlecht für mich. <laughs> Mr. Crypto, Ledger Insight, Dicker Bank, Dicker Bank, Bank. Dekabank Bank imitiert digitale Anleihen ohne Intermediäre im Rahmen von DLT-Abwicklungsversuchen der EZB. Die Dekabank Bank teilte heute mit, dass sie ein Kryptowertpapier, eine digitale Inhaber Inhaberschuldverschreibung, ohne den Ansatz eines Zentralverwahrers oder andere Intermediäre begeben hat. Die Anleihe wurde von der Melzer Bank mit Zentralbankgeld im Rahmen der DLT-Abwicklungsversuche der Europäischen Zentralbank gekauft. Die Triggerlösung der Bundesbank ermöglicht es, einen Liefer gegen Zahlung verkehrt durchzuführen. Okay, warum nicht? Ne? Also, da seht ihr wieder, ne? DLT ist überall. Distributed Ledger-Technologie. Und ja, natürlich, ne, der XRP-Ledger kann das ja nicht. Das ist ja alles Schrott. Das ist ein, das 12, seit über zwölf Jahren das größte Schrottmodell, was es gibt im Blockchain-System. Ne? Hat noch nie Ausfälle gehabt. Ja, ist ja kein Wunder, ne? Keiner verwendet es ja. Ach nee, selbst wir verwenden es ja, wenn wir Geld transferieren. Äh, wenn wir unsere XRPs transferieren. Komisch, dass sie immer bei mir angekommen sind. Aber das Ding ist ja absoluter Müll, ne? <laughs> Also, es tut mir ja leid, ne, aber äh, es gibt wirklich einige, wo ich nur noch mit dem Kopf schüttel und sage, Alter, merkt ihr eigentlich noch was, was ihr da sagt? Weil die ganzen Jahre anders und jetzt auf einmal kommt ihr mit so einem Schwachsinn an. Lucky, hallo Leute! für guten Abend, MC und die Anwesenden. Äh, muss noch schnell mein Auto umparken. Bis gleich. Oh, dann mal schön langsam, mein Freund, ne? Gamer der 123, Hemsi, ich gönne mir XRP und Scheiß auf die Kurs, ob 44 Dollar Cent oder 65. Cola, äh, ich kaufe so lang, bis er unten ist. Ich ist, weil wenn er bei 10 Dollar ist, ist es schwer. Naja, kaufen nicht, aber du kriegst eben nicht mehr viel. Ne? Und ich verstehe dich gut. Ich habe ja auf, ich hab 2017, 2018 und 2019 habe ich immer gesagt, wenn jemand mich gefragt hat, ja, würdest du XRP jetzt noch kaufen? Na, mein Standardspruch war, alles unter einen Dollar ist ein Schnäppchen bei XRP. Und ich sehe das bis jetzt immer noch nicht anders. Aber wie gesagt, Gamer, du solltest auch andere Coins haben, ne? weil wie gesagt, wenn Weltglück vielleicht richtig liegt. Möchte ich nicht abstreiten, dass es falsch ist, dass es vielleicht erst 2026 voll losgeht, dass wir auch gut was am Kurs sehen. Wäre es natürlich blöd, wenn du vielleicht nur XRP hast, der Bullenmarkt ist, und du sagst dir, ja, ja scheiße, XRP bei 2, 3 Dollar, vielleicht auch 5 Dollar. Hm. Und du machst kein Geld, weil du sagst, bist so wie ich und wartest auf die Verwendung. Hammer get und ATH ist besser als Render und Akt. Ja, das ist ja schön und gut, aber ich... Wie gesagt, ich stocke nur noch meine Bestände auf, die ich habe. Athenas, ach AI. Das hatten wir aber auch schon vor längerer Zeit. Ich meine letztes Jahr, ne? Und. Ähm, wann ist er rausgekommen? 24? Okay. Nee, der ist, glaube ich, vorher schon rausgekommen. Aber. Ja, könnte was werden. Gut, da spiegelt rein, ist klar, aber für mich nicht mehr. Ne? Also für mich ist der Zug abgefahren. <laughs> Weil, wie gesagt, ich stocke nur noch meine Bestände auf. Ich habe meine Coins mit und Token mit denen ich ins Rennen gehe und äh, schauen wir mal. Melle, guten Abend an alle. Gibt es AMP nicht auf BitPanda? Äh, weiß ich nicht. Ich kaufe den auf Coin Mercy. Tremmer, hab heute Bitcoin auf Kraken gekauft. Versen Versende Dauer zu Ledger dauerte 30 Minuten. Ich habe heute, B ja, hast du auch Bitcoin gekauft? Ich dachte zuerst, das liegt daran, dass Börse über 1000 Euro manuell prüfen müssen, Mika-Bedingung. Aber dann dachte ich mir, dieser Teil von Mika ist noch nicht in Kraft. Nein, das ist normal. Wenn du Glück hast, sind es nur mal 15 Minuten bei Bitcoin. Es kann auch sein, dass es mal 24 oder 72 Stunden warten muss, bis es ankommt. Das hängt immer vom Bitcoin-Netzwerk ab. Es ist halt das Erste und es ist eben nicht das Schnellste. Ja, ja, ich weiß, Lightning-Netzwerk. Das sage ich dazu. Nein? <laughs> es ist also halt Bitcoin dauert eben halt. Toni, der einzig wahre. Irgendwie sind momentan alle am Haten und negative Schwingung verteilen. Das fällt. Es etwas schwer, als sonst positiv gestimmt zu bleiben. Lieber im Ziel. Danke fürs Helfen, positiv zu bleiben. Ganz ehrlich, Toni, du darfst nicht auf mich und du darfst auf niemanden hören. Ne? Du darfst nicht auf die Negativen hören, du darfst nicht auf die Positiven wie mich hören. Du musst selber, immer noch selber recherchieren natürlich. Und wie gesagt, meine Recherchen haben immer gebracht das genaue, krasse Gegenteil, was diese Herren sagen. Auch wenn einer wie K da drin ist, der meint, er ist ja der King. Er hat auch wirklich Ahnung, gar keine Frage. Der, der Mann hat wirklich mega Ahnung. Ne? Ich will ihn sogar fast als David Schwarz bezeichnen, aber das ist für mich ja jemand anders im, im deutschsprachigen Raum, der in der Schweiz sitzt. I-Pinky. Ne? E Vielleicht kennt ihn ja jemand. Ähm, der war auch schon auf YouTube und ist noch immer noch auf YouTube, aber der macht nichts mehr. Leider. Ähm, wie gesagt. Wichtig ist wirklich, dass ihr immer selber eure Recherchen macht. Und wenn ihr wirklich mal Zweifel habt, na und ihr hört euch das an, was diese netten Herren und Damen sagen über XRP und Ripple und ist ja alles scheiße, dann guckt euch einfach nur den Kurs an. Wenn das wirklich stimmen würde, dann wäre XRP minus 50, 60 Prozent. Ganz ehrlich, dann wären wir schon bei 20 Cent, dann wären wir schon bei 15 Cent. Und, wie sieht's aus? Oh. Es ist mit dem Markt runtergegangen, gar keine Frage. Ne? Marktsituation war scheiße oder ist immer noch scheiße, vielleicht ich ganz klipp und klar. Aber nicht wegen sowas ist XRP runtergerasselt. Tribun, hey, mein Imperator, wann wird die Bikini-Zone rasiert? Ach du Schande, du willst es richtig wissen, mein Schatz. Hein? Das verrate ich dir nicht. Taucher, Grüße an die XRP Bande und dir MC. Startrampe, hm, mal wieder aus dem Stream geflogen. Ja, im Moment hatte ich hatte auch Probleme mit Twitch heute. Ne, Johannes, mir ist es momentan einfach nur langweilig. Hab alles, was ich wollte und warte einfach nur noch auf den Start. Okay, ich investiere weiter. <laughs> das nennt man süchtig, mein Freund. Ne? Ich, ich, ich spreche aus Erfahrung, aber ne? also ich bin ja genauso blöd, ne, weil eigentlich habe ich ja gesagt, April ist Feierabend, Halving. Ich tue es ja trotzdem weiter, ne? Weil was willst du auch machen bei diesen Kursen, Ey, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit, ne, vom Markt im Endeffekt, dass das so tief noch mal runtergeht die Kacke. Bis es startet, ist ja logisch, aber es fehlt das Zittern, ob ich rechtzeitig alles zusammenbekomme. Ich habe alles. Schick mir doch einfach was. Nein, Spaß beiseite. Ja, dann letzte ein neues Ziel. Brillicoin, jetzt weiß ich, warum XRP unten gehalten wird. Es ist die Sache mit der Bikini-Zone. <laughs> wer weiß, wer weiß. Mal. Niemand behauptet, Ripple sei Scam. Es bestehen nur Zweifel, dass wir als Kleinanleger durch den Coin profitieren. Und diese Zweifel sind für mich nachvollziehbar. Für mich absolut nicht. Natürlich, jetzt kommt man wieder von wegen, ja, Ripple verkauft ja, ne, bla, bla, bla. Ist jemand schon mal in den Gedanken gekommen, dass Ripple, also der Grundgedanke war ja von Ripple, den kann man ja auch nachvollziehen, dass sie natürlich äh, sehr viele in Esco eingesperrt haben, dass nicht irgendjemand natürlich zu viele XRPs hat. Da reden wir nicht von, von 1, 2 oder 5 Milliarden, da reden wir von 30, 40 Milliarden, die eine Person oder ein Unternehmen sich gekauft hat, wo XRP natürlich noch sehr, sehr tief war. Weil damit hätte er, wenn die Verwendung wirklich startet oder auch am Laufen ist, immer die Möglichkeit gehabt, mit so einer Menge natürlich den Kurs zu manipulieren. Und das wäre natürlich bei einem System, was XRP braucht, was weltweit die Finanzwelt natürlich verwendet, den XRP-Ledger, natürlich ganz böse das Risiko. Deswegen haben sie es natürlich eingesperrt. Dass sie jetzt natürlich sagen, okay, die verkaufen immer mehr und mehr und mehr, ähm, Finde ich natürlich auch nicht persönlich prickeln, ne? Weil das hindert natürlich daran große Unternehmen, obwohl die großen Unternehmen sind noch gar nicht in den Kryptomarkt eingestiegen. Oder in den, ja, einige sagen ja Bullenmarkt, ich noch nicht. Ähm, deswegen geht der Markt auch noch nicht hoch. Das kommt noch alles. Ne? Man muss es ungefähr so sehen, dass 90% der, die letztes Jahr den Markt, äh, nicht letztes Jahr, äh, die den Bullenmarkt das letzte Mal befeuert haben, noch gar nicht mit im Spiel sind. Die kommen noch. Aber zurück zu den ganzen XRPs, die, die es gibt. Das war der Hauptgrund, warum Ripple natürlich die eingesperrt hat. Ist nachvollziehbar, ne? weil es war unter 1 Cent. Und das hätte dir nicht so viel gekostet für ein multimillionen dollar unternehmen sich ein XRP einzukaufen und dann natürlich auch noch zu manipulieren zu können, das Risiko. Geht nicht. Ne? Also die Sache ist natürlich schon mal richtig. Aber ist vielleicht schon mal in, in den Sinn gekommen, warum Ripple so viel und so oft verkauft mittlerweile? Vielleicht müssen sie es ja auch jetzt tun, nicht weil sie Geld brauchen, nicht, nicht wegen der, der Klage. Ne? Das Geld ist schon längst auf dem Spesenkonto bei Ripple, da muss man sich keine Sorgen machen, die haben die Kohle. Aber vielleicht müssen sie verkaufen. Und nein, es ist nicht nachvollziehbar. Ja gut, wenn du die Zweifel hast, gut, ich gucke ja nur technologisch drauf auf die, das System und sage mega, dann gucke ich mir das äh, Unternehmen an, sag was da für Personal läuft, da denke ich mir, oh ja geil, drei bitcoin äh, entwickler waren dabei, äh, das Personal ist top. Äh, so viel Verbindung in der Finanzwelt ist schon gigantisch, um ehrlich zu sagen. Für ein äh, ja, Schwachsinnsunternehmen, wie viele ja auch behaupten. Und ähm, dann sehe ich natürlich die Verwendung, dann überlege ich mir eigentlich, wenn ich mir überlege, was da alles drüber läuft, reichen 100 Milliarden eigentlich? Ich weiß es nicht, aber es ist gut, dass Ripple wirklich so viel rausgeballert hat damals. Weil stell dir mal vor, die hätten nur 10, 20 Millionen da rausgeballert. Klar, der Kurs wäre jetzt höher, aber würde es für die Verwendung reichen? Ich denke nicht. Toni, der einzig wahre, bin heute in der Telegram-Gruppe von XRP beigetreten und direkt überlegt, wieder rauszugehen, weil irgendwie gefühlt schlechte Stimmung. Ja, da ist wirklich im Moment äh, Chaos. Das sind so, so zwei, drei Leute, wo ich auch langsam überlege, äh, lassen wir das mal. Ne? Normalerweise bin ich immer jemand, der, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel Geduld hat. Eigentlich auch immer gut gelaunt bin, aber mittlerweile muss ich sagen, ist meine Tonart in der Gruppe auch ein bisschen anders geworden. Das hat mich heute auch schon einer angeschrieben. Ich so, ja, ist so, weil es geht mir tierisch auf die Eier, weil die Leute sollen erstmal ihre Hausaufgaben wieder machen, bevor sie irgendwie den Schwachsinn da weitergeben. Ne? Diese, diese zwei, drei Leute sind so auf die Seite von den anderen, die ja seit drei Monaten die Scheiße labern. Ne? Dabei haben wir es doch bald durch den Sommer geschafft. Es wird doch bald alles besser. Ja, die Leute sind nun mal alle enttäuscht. Der Kryptomarkt ist nun mal voll runtergegangen und die Emotionen kochen auf. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein deutsches Problem, weil jeder, der nicht da so konform ist, der ist ja sowieso gleich ganz böse. Ne? Und das ist in der Kryptowelt natürlich genauso, im deutschsprachigen Raum. Ne? Und besonders in Deutschland habe ich das Gefühl. Ne, wenn, wie ich immer sage, wenn XRP hochschießt, dann oh, ist es der heilige Gral. Wenn es dann mal um 10 Cent runtergeht, das ist der größte Schrott. Und wenn du positiv bist, bist du sowieso der absolute Assi dann. Ne? Brillicoin. Oh, Samstag wird spannend im Stream. Da muss ich einschalten. Ja, kannst du machen, ne? <laughs> es wird sicherlich sehr interessant. Für den einen oder anderen auf jeden Fall. Anton XRP. Ja, mein Portfolio ist bestimmt auch lustig. Über 65 Projekte. Ach du Schande. Na ja, gut, da hast du gut, aber... <laughs> Johannes, ja, 2026 leben wir schon auf Teneriffa in unserer Arche, da Remo Volldampf gemacht hat mit unseren Häusern. <laughs> ja, mal abwarten, ne? Erstmal müssen wir uns Teneriffa angucken, vielleicht gefällt es einem ja auch nicht. <laughs> Toni, der einzige Wahre, ich freue mich riesig auf den Winter und den nächsten Herbst. Dann kann ich hoffentlich Gewinne ausschöpfen. Und dann werden wir sehen, ob XRP auch durch Pump seine 9 Euro erreicht. Oder wir vielleicht schon den Beginn der Anwendung spielen. Vielleicht wird es auch eine Nullnummer. Wir werden sehen. Ja, natürlich. Es ne? kann alles passieren. Möchte ich gar nicht abstreiten. Das ist alles möglich nun mal. Wenn Shiba Inu natürlich alles übernimmt, was soll man dann dagegen machen? Ne? Brillicoin, really eigentlich könnte ich durchdrehen. Es gibt so viele gute Projekte, in die ich gerne reingehen würde. Ja, da, da, natürlich, ne? Wenn du, selbst wenn du eine Million Dollar hättest auf dem Konto und du würdest investieren, du wirst immer ein Projekt finden, wo du sagst, oh scheiße, das ist aber geil. Startrampe, genau. Und Denke auch, dass mindestens einer meiner 20 Coins genügend Gewinne abwirft, um das gesamte Initialinvest wieder zu sichern. Ja. Ja doch. Wenn du jetzt nicht unbedingt in Schmutz investiert hast, sollte es klappen. BrilliCoin, meinst du, das fällt nochmal? Es ist schwer zu sagen. Ne? Also wenn jetzt wieder was von Mt. Cox zum Beispiel noch kommt, ähm, könnte es na klar wieder fallen. Ne? Im Moment ist Bitcoin noch ein bisschen gehemmt, weil natürlich die News immer: oh, Deutschland verkauft, Deutschland verkauft. Das ist ja weltweit. Das ist ja nicht nur jetzt hier im deutschsprachigen Raum so. Das passiert auch in Asien. Ne? Mich haben da ja auch schon viele angeschrieben von wegen: Wie bescheuert seid ihr da drüben? <laughs> ja, was soll ich sagen? <laughs> ähm, aber das hemmt natürlich auch ein bisschen den Markt, ne? Und von daher warten wir einfach mal ab. Könnte alles passieren. Äh, Tremmer, was kam heute bei der Inflationsdaten aus? Das dürfte Auswirkungen auf die Zinspolitik haben. ich meine, es 3% hat, glaube ich, die USA. Ich glaube, das habe ich gelesen. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Irgendwas mit 3% war das. Also es ist niedriger als erwartet, ne? Sagen wir es mal so. Brilikon, <laughs> ich kann kaum erwarten zu kündigen. Happy Holiday. <lacht> Mann. <laughs> Daniato, hallo, du arbeite nebenbei. Oh, okay. Mr. Crypto, am Ende sind wir alle arm. Aber reich an Erfahrung ist auch was, oder? Melle MC, der Einladungslink für die Telegram-Gruppe war abgelaufen. Ich schreibe dir morgen nochmal auf YouTube. Mann. Äh, eine Frage. Warst du schon in der Gruppe? Mr. Crypto, wusstest du doch, wir bezahlen nur den Lambo von Brad und David. Natürlich, was denn sonst? Ist doch schön, oder? The Brain zu investieren, mache ich immer gerne. Der arme David, der hat doch kein Geld. Anton, gehen an ihr mich. Ähm. Mr. Crypto, der ging heute ab. Bit Dow? Oh ja, 400% in 24 Stunden? Ja, aber, aber ganz ehrlich, ne? Äh, das sieht mir ganz genau nach einem Fake-Pump aus, ne? Bedeutet im Endeffekt. <laughs> Es könnten auch irgendwelche netten Menschen da drin sein, die einfach nur das Ding hochgepumpt haben. Jetzt ja, natürlich sind viele eingestiegen bei Kleinanlegern. Und das wird nochmal richtig wieder gesaugt, ne? Aber ja, warst du drin? Ich hab's nicht erreicht. <laughs> Petocab, ich verstehe es auch nicht. Alle vier Personen sind in XRP investiert und führen so eine Konversation. Die kleine Anleger irritiert. Nachher steigen so viele aus wegen so einem Gespräch und der Preis steigt und die Experten haben ihre dicken Bestand. Mich stört dieses Gespräch hier. Ich halte aber alles scheiße. Das ist so der nächste Punkt. Ne? Wenn jemand so davon überzeugt ist, dass das ja alles nichts bringt und alles ja scheiße ist, ne? dann sollen sie doch öffentlich auch zeigen, dass sie ihre XRPs verkaufen auf der Börse. Jetzt sofort. Ich würde doch, wenn ich so denke, meine XRPs sage ich jedes Mal, ich würde meine XRPs sofort verkaufen. Und dann schnell in ein anderes Projekt. wenn es Bitcoin nur wäre, ne, der wird ja auch noch seine paar hundert Prozent machen. Davon bin ich ja auch überzeugt. Dann würde ich doch lieber dahin investieren, wo ich weiß, okay, das ist ja sowieso ein sicheres Ding. Mache ich eben nur 200, 300 oder 400, 500 Prozent. Aber immerhin, weil ich ja sage, XRP, der XRP-Ledger, alles bringt nichts. Brillicoin, hast du nur den Avon so behauptet über Ripple oder auch der Krippenreiter? Hat das nur der Avon oder? Ich habe mir das Video nicht ganz angehört. Ich habe nur ein bisschen reingeguckt und habe es dann gleich wieder weggemacht. Na, also das ist für mich ja. Perlokab, Krippenreiter war etwas positiver, aber hat zu den ganzen Vorwürfen nichts gesagt. Es war keine gesunde Diskussion. Fand ich schade. Aber Haken dran. Warten wir mal ab. Richtig. Ich speichere diese Videos ab und wenn es dann soweit ist, dass ich vielleicht, vielleicht, oh nur vielleicht, recht habe, werde ich diese Videos rausholen und diese Leute an den Pranger stellen. Aber gut, M. mich ärgert das auch, was so bestimmte YouTuber erzählen. Die haben XRP gar nicht verdient. Hoffe, sie verkaufen früh und sind raus. Kenne jemand, der wegen so was aus XRP raus ist, das ist nämlich das Schlimme. Aber gut, da muss auch jeder, muss ich auch sagen, selber Schuld. Ne? Man muss nicht, oder ich sage es immer wieder, man darf nicht auf die YouTuber, auch nicht auf mich hören. Es ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil es geht um euer Geld. Ihr könnt diese Information aufsaugen. Okay, dann setzt ihr euch mal in den Rechner und recherchiert ein bisschen nach. Hat er überhaupt recht oder stimmt das halbwegs, was der da erzählt hat? Jeder ist selber für sich verantwortlich und wenn man sich von YouTubern beeinflussen lässt, und nicht dann auch noch ein bisschen seine Hausaufgaben selber macht, dann hat man selber Schuld. Trimmer, der Krippenreiter ist doch grundsätzlich positiv gegenüber XRP gestimmt. Das Video mit Miss Crypto war doch top. Das mit dem XRP-Kalkulator. Ja, das war wirklich nicht verkehrt. Tremmer, Schläge verteilen über das Internet geht schlecht. <laughs> ja, hast recht. War nur irritiert, weil ich erst seit sechs Monaten dabei bin und der Daniel schon seit Anfang an und entsprechend was mit dem Projekt zu tun hat. Musste ich erstmal schlucken. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Danke für deine Arbeit. Da nicht für, ich bin selber auch sehr kritisch und hinterfrage auch wirklich jeden Scheiß. Es ist egal, was es ist. Wenn mir da irgendwas nicht koscher ist. Was in der Vergangenheit sehr viel war, muss ich sagen, ne? Die letzten ja, vier Jahre. Nicht nur in der Kryptowelt, ne? auch alles andere so in meinem Leben. Ähm, Versuche ich die Wahrheit natürlich herauszukriegen. Ich bin keiner, der sagt, ah, der hat das gesagt. Ja, da laufe ich jetzt mit. Ne? Ich bin kein Lemming. Mike the Strike, ein verspätetes Hallo an alle. Und natürlich Servus, Meister Splinter. <laughs> oh, ich bin schon so alt und weise. Das ist aber schön. BrilliCoin, vielleicht müssen wir bis 2028 warten bei XRP. Nee, also ich habe ja immer gesagt, äh, spätestens Q2, 26 muss was passieren. Äh, sonst würde ich sogar außer 10.000 XRPs 28, 29 im nächsten Bullenmarkt äh, meine Bestände stark reduzieren. Malatis, was hältst du von Kaspar? Ein Investmentwert? Danke. Naja, es ist äh, charttechnisch gesehen, es ist eine Vollkatastrophe, weil Kaspar natürlich sogar unter seinem, äh, ich sag mal so, wo Bitcoin seinen Boden gehabt hat, 15.600, selbst da ist er nochmal runter, ne? unter dem schlechtesten Wert von äh, dem Bärenmarkt ist er nochmal gerutscht. Also ich persönlich habe keinen Kasper. Ich finde das System eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber wie gesagt, da wartet man auch, wenn ich so mich mal ein bisschen mit Leuten unterhalten habe, die ein bisschen Kasper haben, ein bisschen mehr Ahnung davon natürlich haben als ich, äh, die sagen, ja, wir müssen auf die Verwendung warten. Ah, okay, ich, ich kann es dir nicht sagen, ob das wirklich was wert ist. Also ich bin da nicht investiert. Ich sehe da im Bullenmarkt auch nicht so den Mega-Pump. Könnte mich natürlich auch irren. Ne? Ich habe mich auch schon bei Ethereum damals geirrt bei 7 Dollar. Und ähm, wie gesagt. Musst du selber schauen. Yuku, Brilli, da gebe ich dir recht. 28, 29, dann geht es los. Man sollte nicht so hohe Erwartungen haben, dass es jetzt bald losgeht. Da kann man noch lange warten. Wie kommst du darauf? 28, 29 erst. Gamer, nein, ich habe andere Coins auch. Aber ich habe VCA, aber muss noch kaufen. Auch wenn ich genug habe. Ist es nie, äh, ist es wie Sucht, aber man hat nicht genug. Man hat nie genug. Ne? Wenn man sieht, man hat ein bisschen Geld auf dem Konto. Ach, scheiße, ich brauche noch mehr Kryptos. Ne? Auch, auch wenn du selbst wenn du eine Million XRP hättest oder eine Million VShane, du würdest trotzdem kaufen. Startrampe <laughs> zur Not reicht es mir. In diesem Bullenmarkt ein dreimal zu machen, dann kann ich den jetzigen Job kündigen und habe dann vier Jahre der Jobsuche überbrücken. wo <laughs> oh, ist auch ein Plan. Holiday Diver, ausnahmsweise mal trockene Grüße aus Heilbronn. Ach du Schande, bist du in Deutschland? Na, naja, hast ja ein bisschen Hitze mitgebracht, ne? Dankeschön. Sei mal, eventuell ist die Bikini-Zone schon rasiert. Wer weiß, wer weiß? Dann Remo, ich mache nichts mehr mit Krypto und warte den Bullenmarkt ab. Boah. Wow. Startrampe, ich habe schon das Dreifache im Kryptomarkt von der Summe, die ich vor drei Jahren investieren wollte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, von fünf Coins einfach noch nicht genug akkumuliert zu haben. <laughs> ja. Ubal, ich muss leider los. Danke, MC. Den Rest später. Bis morgen. Dankeschön. Und bis morgen natürlich. Mr. Krypto, naja, sind wir einfach mal gespannt, was passiert. Natürlich muss man auch ehrlich sein. Auch David Schwarz hatte schon oft falsche Aussagen getätigt, früher. Natürlich, ne? Aber er macht sich auch so mehr oder weniger seinen Spaß. Deswegen sage ich ja immer, ne? So, 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 ich sag mal 80%, was David Schwarz so postet, nicht ernst nehmen. Ne? Und wenn dann Kassenzettel postet oder so einen bon, wo ein Bong, wo irgendwas steht was er gekauft hat. Nicht gleich annehmen, dass es gleich der Kurs von XRP ist, wie es ja die meisten dann tun. Startrampe, werde noch meine ETFs aufstocken und ein paar Aktien einkaufen. Ja, Mr. Crypto, man sollte halt nie All-In oder nur eines übertrieben gewichten. Okay. <laughs> Lukoda, du hast es eben schon erwähnt, aber wie genau möchte man eigentlich in Zukunft das Problem lösen, dass nicht jemand einfach gesagt alle XRP einfach kauft? Deswegen gibt es noch den Escrow mit, ich weiß gar nicht, 45 Milliarden, 42 Milliarden XRPs. Deswegen gibt es den noch. Das Problem ist, da ist der Haken, der muss weg. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ein Szenario, dass sie zum Beispiel, wenn der Stablecoin rauskommt, dass sie die restlichen XRPs, die noch im Escrow sind, vielleicht in den Pool von dem Stablecoin reinballern werden. Wäre auch noch eine Option. Pedro Cap, kann es sein, dass die Verschiebungen in unbekannte Wallets nichts mit dem Prozess zu tun hat? Nein, hat es auch nicht. Sondern die schon mal für Partner aufgeteilt werden, für die unerwartet Anwendung. Oder es sind schon für neue Partner, die wir in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht bald erfahren werden. Ne? Vielleicht. Also es ist nicht wegen dem Prozesses davon bin ich auch ganz lange ab. Ne? Weil Ripple hat wirklich das Geld schon lange auf dem Spesenkonto, was sie vielleicht bezahlen müssen. Lucky, mein erster Satz auf. Telegram. Ich sehe schon MC, lustige Runde. Lustige Runde. <laughs> Toni, der einzige war, gehen ihr mich. XAP VCAM. Servus MC, schmeißt bitte die Streitsüchtigen aus der Gruppe. Nur nur Stress anzetteln und schlechte Laune verbreiten. Ich kann dir schon sagen, ich habe mich schon mit den Admins äh, letzte Woche unterhalten. Wir haben ja eine eigene Gruppe natürlich, ne? falls was Gravierendes ist, dass wir uns da mal eben unterhalten. Und ähm, die sind mit mir im Endeffekt ja auch einer Meinung, dass wir die Leute, die wirklich ähm, im Endeffekt ja nur rumstinkern, rauskicken. Ich muss mich nochmal mit den Admins unterhalten, weil die gucken natürlich ein bisschen mehr in die Telegram-Gruppe als ich, sage ich ganz ehrlich. Ähm, und... Ähm wenn es doch sehr nervig war in letzter Zeit, dann werde ich wohl den nächsten Schritt einleiten müssen, weil ganz ehrlich, ich, ich gucke mir das seit drei Tagen an und da schüttel ich nur mit dem Kopf und frage mich tatsächlich, warum haben diese Leute noch XRPs? Wie ich es schon sage, ich würde doch alle XRPs jetzt noch schnell verkaufen, selbst mit Verlust. Das wäre mir scheißegal und würde in Bitcoin oder sonst irgendein gutes Projekt, was natürlich im Bullmarkt durch Pump hochgeht, auch Ethereum zur Not. Ähm, würde ich doch lieber da jetzt mein Geld reinstecken, auch wenn ich jetzt Verluste hätte mit XRP, wenn ich die jetzt verkaufen würde. Wenn ich bei 50 Cent oder 60 Cent gekauft hätte, den Großteil, wäre mir scheißegal. Ich würde jetzt sofort alles verkaufen, weil XRP ist ja so scheiße. Trimmer, BitDAO ist bestimmt eine Verarschung von Tau. <laughs> Oh, alles möglich, ne? Du weißt ja. Kryptomarkt, ähm, da gibt es viel geile und sch schlechte Dinger. Ken Beam, guten Abend, höre jetzt rein. Falls es schon gezeigt wurde, vergesst es, sind nur noch knapp 5000 Bitcoins der Bundesregierung übrig. Rest scheinbar schon verkauft. Scheint ja dann bald vorbei. 11. Ich hätte ja gedacht, sie machen, machen das bis Juli noch, ne? Ende Juli. Alter Schwede, 4925 Bitcoins. Von 50.000, muss man mal überlegen, was die in der letzten Zeit so alles weggeballert hat. 500, 400, Alter, die verkaufen ja wirklich im Stundentakt jetzt mittlerweile fast. 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden her. Hä, da mal 5.000 wieder zurück? Okay. Ja. Ich hoffe nur, die machen wenigstens was Intelligentes mit dem Geld. Mr. Krypto, nee, nee, war nicht mit in Bitdau. Oh, schade. Melle. Ich war mal in der Gruppe, aber dann war sie irgendwann weg, warum auch immer. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du äh, rausgeflogen bist. Oder du bist selber mal rausgegangen. Da müsste ich dann mal deinen Telegram-Namen haben. Müssen wir jetzt ja nicht hier machen. <laughs> ähm. Und dann muss ich mal gucken in der Liste, ob du da irgendwo drin stehst. Daniato, also Bitcoin macht Never noch 500%. Bei 120.000 ist Schluss. Nein. Nein. 150.000 Minimum, 300.000 Maximum. Mit Fünffachung kann ich leben. Lucky, man hat auch gemerkt, dass Krippenreiter sich eher rausgehalten hat und eher nichts sagen wollte. Aber werde das Video noch studieren. Also die 10 Minuten, die ich gesehen habe, habe ich mir eher gedacht. Warum sagt der nichts dazu? Ich denke eher, er hat sich kaputt gelacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube eher, Krippenreiter hat sich die ganze Zeit kaputt gelacht. Aber gut, lassen wir es. Ne? Mich interessiert sowas, wie die Leute so drauf sind. Dremmer, die Person Krippenreiter hat etwas Mysteriöses, da er sich nicht zeigt. So, dann setze ich mir ab sofort auch eine Maske auf. Ein bisschen von äh, Mama M Merkel, ne? du ja, okay. denke das problem ist was wir alle gewisse vorstellungen mit dem preis unserer zukunft haben und ab einer gewissen wartezeit fragt man sich was wenn nicht und ist anfällig für negative gespräche und man zweifelt das ist menschlich aber wenn die negative stimmen lauter werden bahnt sich etwas an also <laughs> dann bin ich ja nicht menschlich weil die wartezeit ist bei mir sieben jahre. <laughs> Deswegen, ich sage ja, ich habe einen sehr langen Geduldsfaden ne? und man darf den nur nicht überspannen bei mir. Lucky, ja, hat auch seinen Grund, warum er sich nicht zeigt. holiday war ja, anderthalb Wochen Deutschland und schon mehr Regen wie die letzten anderthalb Jahre in Mexiko. <laughs> du hast einen guten Sommer erwischt diesmal. Lucky, ja, solange Ripple nicht in der nächsten Zeit komplett versagt oder richtig schwer Kacke baut... Naja, da, da, da würde ich jetzt nicht unterschreiben mit Kacke bauen. <laughs> Können diese Leute sagen, was sie wollen? Sie sind einfach die Nummer eins und geben zurzeit auch den Takt an, was mit Kryptos und Akzeptanz auf dieser Welt zu tun hat. Das stimmt. Aber das sagt ja auch keiner von denen, ne? dass dank Ripple wirklich Schwung in die Welt gekommen ist mit Krypto. Zum ersten Mal gechattet. Bonnie, Gruß MC, hast du dich schon mal mit Chia Network beschäftigt? Einer der Entwickler ist der Erfinder von Torrent sein. Chia, ich glaube, wir haben Chia uns schon mal angeguckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal durch. Ich warte auf den Bärenmarkt damit. Na natürlich erstmal den Bullenmarkt, aber im Bärenmarkt, da gucke ich mir natürlich neue Projekte an, wo ich sage, okay, damit könnte man es mal im Bullenmarkt versuchen. Ne? Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht großartig noch neue Projekte dazu nehmen, weil ich muss ja auch noch die Haltefrist bedecken. Ne? Johannes, oh, muss den Stream nachschauen. Hab mich verabschiedet in das Land der XRP-Träume. Gute Nacht und schlaft <laughs> gut. Bis morgen Abend. <laughs> Johannes, kein Problem. Ne? Daran wollte das Video eigentlich auch schauen, aber möchte mich von YouTubern nicht beleidigen lassen. Das Überhebliche von manchen geht mir auf die Nüsse. Solche Leute habe ich auch auf der Aufarbeit gefressen. Oh, ist eigentlich ein Kompliment für mich, weil du bist ja immer hier und dann bin ich ja nicht überheblich. Das wundert mich aber. Gembeam, <laughs> übrigens, es halber, die Torres wurde sich ja dann leider am Samstag, den 13. Juli, zum SSC-Fall dann wohl nicht äußern. Wäre doch fein, wenn es morgen um. Am 12. oder Montag, dem 15. Juli, passiert. Oder was hättest du davon? Sie sagt es schon morgen, wir erfahren es aber erst am 13. Nein, das ist das Problem. Ne? Samstag ist leider der 13. Ich, das wäre ja zu geil. Ne? Genau am 13. Juli, genau ein Jahr vom letzten Urteil. Lucky, klar sind die meisten Leute, die auch schon lange darauf warten, enttäuscht. Ähm, nö, ich muss sagen, ganz ehrlich, nö, ich nicht. Nee. Ich weiß ja auch, warum der letzte Bullenmarkt scheiße war mit XRP. Ja, es lag an dem Prozess. Da kann aber Ripple nichts dafür, da kann XRP nichts dafür, da kann die Blockchain nichts dafür. Nur die scheißbehörde. Gut, Ripple arbeitet ja mit der Behörde höchstwahrscheinlich zusammen, das ist alles nur eine Show. So, also hat Ripple doch wieder Schuld, ne? Aber es hat ja auch seinen Grund wahrscheinlich, dass sie das in die Länge ziehen. Vom Preis her nichts passiert und es weiterhin auf sich warten lässt. Viele Menschen können mit Enttäuschung nicht umgehen. Deswegen sage ich auch immer, XRP ist kein Pumpcoin. Wer auf Pump wartet bei XRP, lasst es. Bei XRP, wenn du wirklich richtig Kohle machen willst, ich weiß, die anderen sagen, nein, das bringt nichts, musst du auf die Verwendung warten. Alles andere ist wirklich... Nein. Ja, du kriegst eine 5 bis 10 Dollar diesen Bullenmarkt. Aber auch nur, weil der Prozess nicht mehr da ist, ne? was XRP speziell betrifft. Es geht ja nur noch darum, was Ripple bezahlen muss und natürlich, es ist keine Klage am Hals. Und äh, XRP ist tatsächlich der Einzige mit Bitcoin zusammen, der in den USA auf dem größten Finanzmarkt einen rechtlichen Rahmen hat. Dreimal, Bitcoin-Verkäufe durch das BKA sind bestimmt auf Anweisung, die haben bestimmt keine andere rechtliche Handhabung. Doch, die sind ja, ähm, da hat man recht gehabt, haben wir gestern glaube ich auch schon durchgenommen. Ähm, die sind ja beschlagnahmt worden und in einem gewissen Zeitraum müssen sie per Gesetz die dann veräußern. Mr. Krypto 21.20 ja, das ist mein Stichwort wieder. Dankeschön. Und morgen um 20.20 .20 Uhr bin ich hier wieder auf Twitch für euch da. Wenn natürlich auch vielleicht ein bisschen länger sein, ja, morgen können wir ein bisschen länger machen, weil ich muss ja nicht arbeiten Samstag. Samstag wird äh, richtig cool, weil, wie gesagt, äh, ich zeige das Portfolio und natürlich kritische Fragen, die wir dann mal durchgehen, zusammen alle. Okay, ja, vom Gesetz her muss beschlagnahmte Sachen nach einer gewissen Zeit versteigert oder verkauft werden. Melle, hm, also gestenkert habe ich nicht. Dann wohl aus Versehen ausgetreten. <laughs> ja, da muss ich gucken, da gibt es ja die Liste und dann muss ich mal gucken. Crispy Feed, guten Abend in die Runde, ihr XRP-Raketen. Ja, und auf Wiedersehen. Crispy Feed, äh, Startrampe. Vielleicht habt auch einige einfach viel zu viel in XRP investiert und sind deshalb frustriert. Einfach nicht mehr investieren, als man nervlich als Totalausfall verkraften kann. Ja. Mr. Krypto muss in die Haie Lucky, ja, hat das, hat es einen Grund, bis alles fertig sind. Besonders Sprichwort Regulierung. Ja, das ist, glaube ich, der Knackpunkt immer noch. Johannes, wann pumpt XRP mal? Warte schon zweieinhalb Jahre auf den Pump. Ja, warte mal ab diesen Bullenmarkt, dann wirst du mal sehen, was ein geiler Pump ist. Besonders, wenn dann XRP über Ethereum steht. Und ich mich lustig mache über die Ethereum-Community. Ja, sorry, muss sein. Ey. So, und damit sage ich, auf Wiedersehen.